Heute zusammen, willkommen in der Schweizer Bastelbude. Leute, 400 Abonnenten, ich danke euch sehr. Hab mega Freude, das ist unglaubliche Nummer. Das ist einfach nur Spitze, sage ich da nur. Es freut mich. Es freut mich mega. Und das ist schön. Wir hoffen natürlich jetzt auf mehr Abonnenten. Auf die nächste 100. So, dass wir dann auf die 500 kommen. Ja, was soll ich sagen? Letztendlich bin ich überwältigt. Wir machen jetzt YouTube letztendlich seit 2 Jahren, ein bisschen mehr als wie 2 Jahre, und haben jetzt 400. Die 400 steht. Das ist perfekt. Wir betreiben natürlich den Kanal hobbymäßig, das ist klar. Wir haben keinen finanziellen Vorteil dadurch oder sonst was. Wir machen das, was uns Spaß macht. Und ich sage jetzt einmal, machen wir Unboxing-Videos, dann machen wir das, weil wir das können, weil wir das wollen. Machen wir Vollbild-Videos oder Teile eines Bilds, dann ist es unser Ding. Ja? Das entscheidet nur Esther und ich. Ja, auch wenn manchmal Kommentare nicht so toll sind, bitte, das ist so. Ich habe Freude. Meine Zeit verbringe ich damit. Klar, ich setze mich auch gern vor die Kamera hin und erzähle euch was. Bin ich da deswegen selbst verliebt? Ich weiß nicht. Meine Zeit nutze ich so, wie ich das für richtig finde. Gut, das zu dem Thema. Fakt ist auf jeden Fall, wir haben einen Grund zu feiern. Die Abonnenten, also ihr, na, wo den Kanal unterstützen, in Form von schaut euch an und abonniert den Kanal oder habt den Kanal abonniert. Da möchte ich mal ein ganz dickes, fettes Dankeschön sagen. Danke, danke, danke. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Einzigste, was jetzt noch kommen tut, ist das Fullbild-Video CH47D. Chinook wollte ich eigentlich heute rausbringen. Kommt im Lauf der Woche. Vielleicht auch Ende der Woche. Mal schauen, wie ich einfach Lust habe. Und das ist der Vorteil. Ich als Creator in meinem eigenen Kanal kann entscheiden, was ich machen möchte. Und ihr entscheidet letztendlich, ob ihr liked, einen Kommentar da lasst oder ob es sogar disliked oder sogar, und das was uns so super freut, unseren Kanal sogar abonniert. In dem Fall wünsche ich euch was, gebt euch Sorge, bleibt gesund, glühen, eure Schweizer Bastelbude, Esther und der Thomas.